Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem einem kleinen Interview mit Wolfgang May von den Palisadenpanthern. Wir haben uns ja ein paar Fragen ausgedacht und die erste wäre einfach, stell doch mal kurz die Initiative, euer Engagement vor und auch für welche Themen ihr euch, ja, also gegen welche Themen ihr konkret auch protestiert. Wir sind ca. 200 Rentnerfamilien und Behinderte, die in der Palisadenstraße wohnen, in einem Wohngebiet, was extra für uns gebaut wurde. Bis jetzt haben wir im Durchschnitt des Mietspiegels Miete bezahlt und jetzt soll die Miete steigen auf 13,40 Euro pro Quadratmeter. Das kann natürlich keiner von uns bezahlen und wir werden geräumt. Und jetzt wollen wir es aber darauf ankommen lassen, wir machen die Öffentlichkeit mobil, ob sie einen 80-jährigen behinderten Rentner, der 100% behindert ist, doch expedieren aus dieser Wohnung. Wir glauben nicht, dass das irgendein Gericht in Deutschland beschließen kann. Und bei euch sind wir, weil ihr an und für sich leistungswert seid, dann ist die gleiche Initiative und wir müssen alle gemeinsam Öffentlichkeit haben und gegen diesen Mietwucher kämpfen. Die letzte Frage ist ja, wenn unsere Proteste Erfolg haben, wie sieht die Stadt von morgen für euch aus? Was muss sich hier verändern? Ja, die Stadt muss ein gutes Gemisch zwischen Alt und Jung bleiben. Denn auch die heute voll im Berufsleben stehen, sind es 20 Jahre so alt wie wir. Und da könnt ihr auch gleich sehen, wie es ist, wenn man noch behindert ist und wenn man im Rollstuhl sitzt. Es müssen Alte und Junge gleichermaßen wohnen in der Stadt. So soll die Stadt der Zukunft aussehen. Und nicht, dass das Stadtinnere frei gemacht wird für Millionäre oder für Gutverdienende und wir alle am Stadt angedrängt werden. Und ich hätte noch eine letzte Frage. Hier kommt auch, wo kommt ihr? Aus welchem Bezirk, aus welchem Teil? Es gibt hier die Frage, wo ist die Palisadenstraße? Ja, wir sind im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, aber wir sind Friedrichshainer. Bevor wir zusammengeschlossen wurden, war ja schon Friedrichshain da und Kreuzberg auch. Und wir sind aus Friedrichshain. Gut, danke schön vielmals und Habt ihr vielleicht noch eine Parole oder so, die euren Kampf so ein bisschen deutlich macht oder was ihr vielleicht manchmal ruft? Ja, wir wollen mitrufen, hopp, 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 Mietenstopp. Wenn die Mieten vernünftig in ein Niveau sind, können wir wohnen bleiben und ihr auch. Und wir sagen, Wohnungsbau statt Wohnungsklau. Gut, dann vielen Dank euch.